Moin, ihr Vogelspinner und Servus zusammen hier bei Tiny Venoms. Ich habe vor kurzem diese 6 Aphanopelma hentzi entgegengenommen. Hier oben das Video dazu von dem Unboxing. Und für mich gilt es jetzt, diese Tiere umzusetzen. Sie haben eine Körperlänge von vielleicht gerade mal 5 mm, wenn überhaupt eher weniger. Und möchte sie aus dieser Dose hier rausholen. Warum ich das möchte, das erkläre ich euch einmal jetzt. Ja, was ist verkehrt an diesen Dosen? Letztendlich finde ich gar nichts an diesen Dosen verkehrt. Sie sind nur für mich total unattraktiv aus vielerlei Hinsicht. Und ich habe so die ein oder andere Theorie, warum es vielleicht im jungen Stadium von kleinen Spinnen auch zu Ausfällen kommen könnte. Man liest es ja immer wieder oder sieht auch mal im Bereich Social Media Fotos von solchen Dosen, wo man sagt, oh, mein Spiderling ist gestorben. Ja, da habe ich meine eigene Theorie, die will ich jetzt niemandem aufschwatzen. Ich teile sie euch einfach mit. Ihr könnt selber euch mal ein Urteil dazu erlauben, was ihr darüber denkt. Aber für mich ist das immer ein Grund, diese Tiere einzeln zu setzen. Im Speziellen bei den Spiderlingen oder auch Slings umgangssprachlich genannt, ist natürlich eine Herausforderung, wenn man sie zu groß setzt, ja, dass sie sich so verstecken, vergraben und man gibt dann irgendwie mal ein paar Heimchen dazu, so Mikroheimchen. Sowas hier in der Richtung, ja, dann hüpfen die natürlich schnell rum und man hat immer so ein bisschen die Befürchtung, dass bei zu vielen Einrichtungen das Tier entsprechend nicht diese Futtertiere findet. Nun favorisiere ich bei diesen kleinen Tieren drei Möglichkeiten der Aufzucht. Das sind einmal diese Fotodosen. Früher waren es wirklich klassische Fotodosen. Schwarz mit grauem Deckel, der Urklassiker, wie man ihn früher noch kannte. Jetzt gibt es hier extra in der Produktion mit so einem Vierkant hier unten, wo man die in so eine Palette reinstellen kann. Lässt sich gut sortieren und händeln, wenn man gerade mehrere hundert Tiere hat oder zur Aufzucht oder zur Weitergabe, ist das natürlich die Königsdisziplin. Für mich selber zur Aufzucht ist es nichts, wie gesagt. Wie gesagt, wir haben hier diese Fotodosen an sich. Dann haben wir einmal klassisch hier die Heimchendose gelocht. Gibt es auch ungelocht, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Gelochte Variante ist immer natürlich umso besser. Bisschen Bodengrund rein. Ist der Klassiker, denke ich, spreche ich für viele, wo sie mit der Aufzucht hier handhaben. Bodengrund, ein bisschen Einrichtung und so. Dann passt das. Zu guter Letzt haben wir dann noch diese hier. Das ist so mein Favorit. Alles, was so 1 cm Körperlänge hat. Da habe ich auch mal schon mal ein Video zu gemacht. Das sind die sogenannten Action-Dosen. Der Tanjo nutzt die auch zur Aufzucht von seinen Babyschlangen dann künftig, aber auch so zum Einzelhalten oder auch als Schlupfboxen. Hier oben mal ein Video dazu von ihm, wie er das aufbereitet. Guckt es euch mal an, das ist richtig gut von ihm erklärt. Das ist die kleinste Variante dieser Actiondose und man sieht in ungefähr, dass das so von der Fläche her knapp 2 Heimchendosen sind. Ne? Diese finde ich noch deutlich zu groß für diese Größe dieser Spinne, Spiderling, weit unter 1 Zentimeter, eher unter 1/2 Zentimeter Körperlänge und würde man sich tot suchen, zumal man auch hier in der Box schon mal richtig schönen Bodengrund anhäufen kann, ne, dass die Tiere sich verkriechen. Hier sitzt gerade drin Lasedora klugi. Bleiben wir also in meinem Beispiel einfach bei der Variante Heimchendose. Das ist meine kleinste Einheit, die ich dann tatsächlich nutze, wenn es um ganz kleine Tiere geht. Warum? Jetzt zu meiner Theorie. Ich habe hier die Befürchtung, bei diesem kleinen Raum, ich habe auch mal ein Video gemacht zu, warum müssen Spinnenterrarien immer so klein sein, verlinke ich euch mal hier oben, ganz witzig finde ich so im Nachhinein, ist es so, wenn man jetzt hier beigeht und hat dieses Tier, dann sieht man so wie hier, mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, ja, dass da auch schon Substrat hin und her fliegt, wenn man das Tier kontrollieren möchte. Man kann es quasi nicht groß anders machen, wenn man das Tier kontrollieren möchte, als diese Dose in die Hand nehmen und zu drehen. Dann sieht man, dass die hier so auch Röhren haben, also so kleine
Röhren gegraben haben und ja, wie die Großen sich da schon verhalten. Aber dadurch, dass man es so quasi ein bisschen kontrollieren möchte, bringt man das alles so durcheinander. Ein weiterer Nachteil ist, und das ist, glaube ich, so ein Grund, wo ich meine, dass das dafür Sorge tragen könnte, dass diese Tiere quasi, naja, über den Jordan gehen. Wenn man hier die Tiere wässern möchte, das heißt, man möchte ihnen Wasser reichen zum Trinken, dann macht man das klassisch am besten mit so einer Spritzwasserflasche, habe ich gelernt, heißt sie. Zeige ich euch mal. Hier ist das gute Stück, habe ich noch in dem letzten Video gefragt, was braucht man so als Anfang zur Vogelspinnenhaltung oder was ich empfehle. Da ist diese Flasche, da habe ich noch gerätselt, wie heißt das Teil überhaupt? Es heißt Spritzflasche. Kriegt man für teilweise 1, 2 Euro hinterhergeworfen. Kann man natürlich nehmen, wenn man die auf hat und kann dann wirklich gut so zack, 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 zack dosieren. Ich glaube, dass da manchmal weniger mehr ist. Nein, das weiß ich ja sogar, dass manchmal weniger mehr ist. Weil gerade mit der Belüftung, man sieht jetzt hier diese Löcher da, ne? Kann man das erkennen? Ja, ne? Lässt sich erkennen. Da kann man nicht von einer richtigen Belüftung reden, ne? Gerade Tanjo erklärt das auch in seinem Video schön, ne? Mit dem Kamineffekt unten und oben. Das wäre dann nochmal ein Unterschied. Aber hier ist tatsächlich so, dass wir oben einfach ein paar Löcher haben und eher so auch die Staunässe verhindern. Ich glaube ganz einfach mal, dass diese Tiere, und mir ist das tatsächlich schon passiert, bin ich der ganz festen Überzeugung, manchmal sieht man, dass das Wasser nicht richtig reinläuft, dann ist es zu viel, dann saugt es sich fest und es ist letztendlich so, dass zu viel Feuchtigkeit drin ist. Und ich glaube, die Tiere kippen dann irgendwann einfach. Meine Theorie, ne? Also habe jetzt keinen Beweis dafür. Aber hier ist es tatsächlich so, dass man, wie soll ich sagen, da sehr übersichtlich in den Möglichkeiten ist. Deshalb bin ich dafür, damit habe ich dann die bessere Erfahrung gemacht und wahrscheinlich den ein oder anderen Verlust schon vermieden, in meinem Falle, bin ich dafür, dass man auch hier, wie ich in einem Video sage, Bodengrund flach reinbringt, keinen großen jetzt, so wie in diesen anderen Dosen, und da entsprechend das einmal anhäuft. Das mache ich jetzt einfach mal. So, ich habe jetzt hier einfach eine dünne Schicht Bodengrund reingetan. Ihr seht, es ist wirklich nicht viel, sondern eher wenig, könnte vielleicht ein bisschen mehr sein. Es ist aber so, dass die Tiere sich trotzdem vergraben könnten, ne? Also wenn man hier den Boden so wirklich nimmt und das mal vergleicht, das ist fast genauso viel Bodengrund. Ja, aber warum jetzt so groß setzen? Ich glaube, wenn ich hier eine Versteckmöglichkeit reinpacke, das kann so eine sein, ein Stück Kunstpflanze, wo sich das Tier drunter setzen kann, ein bisschen zuspinnen kann. Oder optional, das hier ist jetzt ein bisschen groß, knack, einmal weg, das so mache. Ja, dann habe ich den deutlich mehrfachen Platz. Das heißt, ich muss mehr Platz investieren. Das ist für manche erstmal ein Nachteil. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, mit meiner Spritzflasche diesen Bereich großzügig anzufeuchten. Und die Spinne kann selbst entscheiden, möchte ich jetzt mal im übertrieben gesagt Wasser stehen oder möchte ich letztendlich mich hier drunter vergraben oder möchte ich hier was spinnen. Findet man hier Futter drin? Ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich ja. Und man muss halt ein Heimchen mehr reingeben und man kann es ja auch kontrollieren. Man kann ja auch ein bisschen gucken mal, wenn man dann dieses Stück Kork hochnimmt, dann sieht man, ist die Spinne hier drunter. Ja, da sitzt sie. Oder wo ich oft die Erfahrung mache, dass sie in den Ecken gehen und sich da so ein bisschen vergraben und auch so ein bisschen rumspinnen, kann man ja mit den Heimchen etwas spielen, mit den kleinen Futtertieren und kann da tatsächlich auch das ein bisschen hinbappen. Bei mir sind es jetzt sechs Jungtiere in dieser Form, das sind die kleinsten Tiere, die ich jetzt habe. Also, wenn ich nicht die Zeit aufbringen mag, tatsächlich mich mit diesen sechs Tieren so zu beschäftigen, dass ich sicherstelle, dass sie Futter bekommen, ja, dann darf ich mir solche sechs kleinen Tiere nicht zulegen, ne? Also, das Hand aufs Herz, die Mühe kann man sich machen. Und das dauert bei sechs Tieren, wenn ich die Dosen alle aufmache, keine 10 Minuten, dann ist das Thema durch. Also, hier tatsächlich.
Spinnereien gesetzt und dann zum Schluss Deckel drauf, nicht vergessen, beschriften, einen kleinen Hinweis geben, was sitzt da drin und dann kann es losgehen. Jetzt gucke ich mal hier, wo hier eine sitzt, die so ein bisschen kooperativer und agiler ist. Hier habe ich zum Beispiel schon mal eine und dann gebe ich euch nochmal einen kleinen Tipp zum Rausfangen. Wenn die nämlich auf den Boden hüpfen, dann sind sie meistens weg. Mache ich das wie folgt. Nehme jetzt diese Dose, öffne die, kippe das hier vorsichtig aus und dann sieht man schon, da sitzt das Tier und dieses Tier werde ich jetzt quasi nehmen, vorsichtig, wenn sie nicht alleine reinläuft, so wie jetzt hier schon, kleinen Anstupser mit der Pinzette, schwupps, sie sitzt hier drin. Zeig's mal. Ich bin immer unsicher, ob man das auf dem Display oder auf dem Bild dann sehen kann. Aber hier sitzt sie. Jetzt ist sie ein bisschen heruntergelaufen. Da. Und jetzt kann sie sich ihren Spot suchen. Und sie kriegt jetzt erstmal ein, zwei Tage Zeit von mir. Kann sich das Ganze anschauen. Und dann kontrolliere ich mal, wo ich sie dann wiederfinde. Und die Pappenheimer, ja gut, Freunde, die kennt man ja dann, ne? Wie sie da so vorgehen. Und das ist meine Empfehlung zur Aufzucht von so kleinen Spiderlingen, von so kleinen Slings. Kann man nicht viel verkehrt machen. Diese Heimchendosen haben durch diese beiden großen Flächen, Tanja auch erklärt in diesem Video, eine wirklich gute Zirkulation. Also hier eine Staunässe zu verursachen, ist schon schier unmöglich. Aber auch hier den Bereich kurz angefeuchtet. So, ich habe die Flasche mal aufgefüllt. Auch nochmal ein kleiner Tipp. Maximal Raumtemperatur einfüllen, weil wenn da warmes Wasser reingemacht wird, wie man es gerne mal bei den Schlangen macht, wenn man einmal so durch die Spritzdüse das Wasser von der Temperatur wirklich sehr runter geht, muss man mal in so einer Spritzdüse machen, in so einer Gloria-Flasche oder so, heißes Wasser rein, mal raussprühen, dann werdet ihr euch wundern, wie kalt das da vorne im Verhältnis rauskommt. Aber hier muss man natürlich aufpassen, denn hier ist es so, dass schnell eine Sauna entstehen kann. So, dann nehme ich diese Flasche und feuchte diesen Bereich hier an. Großzügig. Mache ich immer beim ersten Mal anfeuchten. So, jetzt sieht man hier schon das Tier. An der Korkröhre wollte ich schon sagen. Am Korkstück orientiert es sich. Hier habe ich großzügig angefeuchtet. Ich denke mal, das sieht man ganz gut. Und schon muss sie nicht im Wasser stehen. Ich habe für ein paar Tage Ruhe, muss mich nicht drum kümmern und kann sie einfach in Ruhe lassen. Das Ganze mache ich jetzt noch ein paar Mal und dann bin ich mit dem Thema schon durch. Was haltet ihr davon? Ich finde das wirklich eine gute Sache und ich habe damit wirklich schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Heimchendosen hat sowieso jeder zu Hause. Ja, also jeder, der Heimchen füttert oder viele andere Futtertiere werden da auch mit abgefüllt. Macht es wirklich Sinn. Und das hier muss gar nicht sein. Das habe ich jetzt hier aus einem schwedischen Möbelhaus. So eine Pflanze, da sind hier schon ein bisschen abgerissen. Aber da hat man, ich glaube, 10 von diesen Teilen dran. Kostet irgendwie 1,90 Euro. Also ist echt lächerlich. In jedem Baumarkt oder Euroshop muss ja nicht schön sein, ne? Aber erfüllt einen Zweck. Hier, zack, reingelegt. Und dann werdet ihr sehen, das wird angenommen und das wird genutzt. Also absolute Empfehlung dafür und schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde das attraktiver als das hier. Ich verurteile niemanden, der dieses hier benutzt, denn hier ist es so, dass ich sage, zur Aufzucht, wenn ich 500 Tiere habe, ja, hiermit keine Chance. Also da habe ich auch keine Lust zu, ne? Aber für den Verkauf und Versand ist das hier die deutlich attraktivere Variante. Das muss gesagt sein. Für mich, der jetzt bei diesen kleinen Spiderlingen, ich sag mal unter einem Zentimeter Körperlänge, zwei Hände voll Tiere nur hat, entscheide ich mich hierfür. Okay, also ganz einfache Geschichte. Wollte ich euch mal zeigen.
Bis hierhin, vielen Dank, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und wenn ihr Fragen habt, haut sie einfach unten rein oder denkt dran, Tiny Randoms Quick and Dirty verlinke ich auch mal hier oben das Initialvideo. Könnt ihr eure Fragen gerne platzieren oder mit diesem Hashtag versehen in einem der Kommentare. Ich sehe das denn und je nachdem, wie einfach sich das beantworten lässt, antworte ich einfach so mit dem Text oder es gibt ein kurzes Video dazu. Also, vielen Dank, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, macht's gut.